Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins, die Entdeckungstour. Wir sind heute am Nil und wir schauen uns einfach mal die Ursprünge des Töpferhandwerks an oder die Entwicklung. Erfahre mehr über Keramik und ihre zahlreichen Verwendungen im alten Ägypten. Auch wieder eine willkommen relativ bei die Entwicklung des Töpferhandwerks. Kurze Tour. Bei Ausgrabungen in ganz Ägypten fand man enorme Mengen von Keramiken in allen Formen und Größen. Die Keramikwerkstätten lagen aus logistischen Gründen und um den Rauch der Brennöfen von den Wohnhäusern fernzuhalten, meist am Rande der Siedlungen. Der Zweck des Gefäßes entschied über die Auswahl der Rohmaterialien, seine Behandlung, seine Form und die Gestaltung seiner Oberfläche. Ja, ich vermute, es ergibt Sinn. Wer wohnt schon gern neben einem stinkenden Rauchofen? Kineh, ein arabisches Dorf im 19. Jahrhundert. Ja, und da sind immer eine Menge Keramik waren. Alle relativ klein, ne? So kleine Amphoren. Beziehungsweise die Teile hier haben eine glatte Unterseite, auf die man das Ding stellen kann. Die größeren da hinten. Mauszeiger. Haha. Die hier, die nicht. Die kann man nicht vernünftig hinstellen. Ah, der Brennofen. Qualmt der? Ja, doch, schon ein bisschen. Keramiken waren aus dem Alltag nicht wegzudenken. Sie kamen in allen Lebensbereichen zum Einsatz. Von der Lagerung von Getreide und Flüssigkeiten bis hin zu den Kanopen der Grabkammern. Die gewöhnlichen Töpferwaren für den Alltagsgebrauch wurden aus Nilton gefertigt. Das gebrannte Produkt war rotbraun. Der feinere Mergelton war nur in Oberägypten zu finden. Mergelton? Mhm. Vielleicht erfahren wir darüber noch was. Wer weiß. Ziegelmacher. Im Grabmal des Rechmir. Ja, die werden hier, das sieht man hier schön, mit so einer Form abgestochen. Da drin dann getrocknet, beziehungsweise aus der Form raus und dann nebeneinander aufgereiht zum Trocknen. Und wenn man Glück hatte, wurden die auch gebrannt. Wobei das, glaube ich, in Ägypten gar nicht so verbreitet war. Ne? Ich glaube, die waren vorwiegend luftgetrocknet tatsächlich. Frühe Keramiken wurden in einfachen Aufbautechniken hergestellt. Man fügte zerkleinertes Stroh, Asche und andere Mineralien hinzu. Die Mischung wurde geglättet und dekoriert, bevor sie in den Ofen kam. Die Tonwaren wurden im offenen Feuer oder in einem Ofen gebrannt. Mhm. Und hier sehen wir diesen rotbraunen Farbton. Oben schwarz. Woher kommt das? Ist das Bemalung? Eine Vase aus der prädynastischen Zeit. Ja, qualmt schon ein bisschen. Wind steht auch ungünstig. Da wird der Qualm nach unten gedrückt. Die Töpferscheibe etablierte sich während des Alten Reiches. Manche Keramiken erhielten dank einer Politur mit Kieseln eine glänzende Oberfläche. Dekoriert wurde vorwiegend mit roten Pigmenten, die sich während des Brandes schwarz färbten. Töpfereien waren häufig Palästen oder Tempeln angegliedert. Während der späten Periode gab es auch spezialisierte Werkstätten. Haben wir es also? Diese Vase, die wir da drüben gerade, steht natürlich nicht hier, gesehen haben auf dem Foto, die war rot angemalt und das Zeug ist dann einfach verkohlt. Ein blau bemalter Krug aus Malkata. Sieht hübsch aus. Wie wird denn die Scheibe hier angetrieben? Gar nicht, ne? Die wird per Hand gedreht. Das heißt, man muss, ja genau, da sieht man es auch, ne? Mit einer Hand die Scheibe in Drehung versetzen und mit der anderen dann modellieren. Ist natürlich ein bisschen manueller, als das Ganze mit dem Fuß anzutreiben. Über eine Kurbel. Da hätte man dann beide Hände frei.
Zur Zeit des Neuen Reichs kamen Quarzitglasuren in Mode, die leuchtende Blau- und Grüntöne erzeugten. In der griechisch-römischen Zeit kamen mediterrane Motive und Zinnglasuren auf. Quarzit. Eine blaue Keramik mit Lotus-Motiv. Oh. Tonscherben fand man nahezu überall. Sie dienten als Unterlage zum Schreiben und Zeichnen und waren sehr viel preiswerter als Papyrus. Diese Ostraka, deren Name aus dem Griechischen übernommen wurde, enthielten Aufzeichnungen aus dem alltäglichen Leben, Briefe oder Zeichnungen, die als Skizzen für Gräber und Tempel oder zum Zeitvertreib angefertigt wurden. Ja, Tonarbeiten zum Zeitvertreib, heute nicht mehr so arg gebräuchlich. Eine Künstlerzeichnung eines Flusspferdes, schön auf weißem Ton. Ja, sieht gar nicht so scheiße aus. Tja, das war's dann für heute schon wieder. Ja, Katze, noch eine Katze und noch eine Katze. Alle glücklich und zufrieden hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.